Grüß Gott, mein Name ist Eva Maria Deisel und ich möchte mit Ihnen heute ein traditionelles Ostergebäck backen, die Osterpinse. Aus unserem Kochbuch Klosterschmankerl, kulinarisches und historisches der Grazer Ursuliner. Was braucht man dafür? Sie brauchen 600 Gramm glattes Mehl, 150 Milliliter Milch, 150 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Zucker, 100 Milliliter Weißwein, 2 Esslöffel Rum, 4 Dotter, ein Päckchen Germ, Vanillezucker, Salz und die Schale von einer Orange und einer Zitrone. So, wie wird das Ganze zubereitet? Wir erwärmen die Milch, ungefähr 34 Grad. In der Zwischenzeit werden wir die Butter flüssig machen. Die wird dann mit den 4 Dottern aufgeschlagen. Mehl, Salz, Vanillezucker, den Weißwein und den Kristallzucker geben wir in die Rührschüssel. In die Milch kann man ein bisschen Zucker hineingeben. In die erwärmte Milch geben wir dann die Germ dazu. Lassen wir ungefähr 10 bis 15 Minuten stehen. Die 4 Dotter schlagen mit der Butter auf. Geben das Ganze dann zum Mehl dazu. Dann kommt das Ganze noch hinein, die Schale von der Zitrone und der Orange. Und zum Schluss noch den Rum, den dürfen wir nicht vergessen. Und dann wird das Ganze mit einer Küchenmaschine so 6 Minuten langsam geknetet und dann so 4 bis 5 Minuten in einem schnelleren Gang ausgegeben. Der Teig soll dann eine glatte, geschmeidige Konsistenz haben und sich vom Rand des Topfes des Kessels lösen. So, der Teig schaut jetzt gut aus. Wenn der fertig ist, wer möchte, kann dann auch ein paar Rosinen dazugeben. So sollte der Teig ausschauen, schön glatt, er löst sich schön vom Rand. Dann lassen wir ungefähr 30 Minuten rasten. Nach diesen 30 Minuten werden wir dann die Osterpinsen fertig machen. So, wenn der Teig dann ungefähr 30 Minuten gegangen ist, soll ungefähr das doppelte Volumen haben, dann teilen wir ihn auf. Ich mache meistens für die kleinen Pinsen so 100 Gramm Pinsen. Wenn man sagt, man macht zwei größere, dann ungefähr zwischen 300 und 400, je nach. Das Rumschleifen geht so, macht man einfach aus dem Teig eine Kugel und nimmt quasi dann die Hand so, als wenn man einen Schneeball hätte und versucht sie einfach so mit dem Handballen Finger aufgestellt rumzuschleifen. Und lasse das Ganze dann zugedeckt wieder 15 Minuten gehen. Also es soll schön Abstand sein zwischendrin. Das decken wir jetzt ab für ungefähr, wie gesagt, 15 bis 20 Minuten. Holen wir das Ei. Geben wir eine Prise Salz hinein. So, nach ungefähr einer Viertelstunde bzw. 20 Minuten bestreichen wir die Pinsen mit dem verquirlten Ei und lassen sie so
30 Minuten, 35 Minuten antrocknen und danach schneiden wir sie mit der Schere ein in das typische Binsenmuster und gehen sie dann ins vorgeheizte Backrohr. So, und wenn die Binsen gut angetrocknet sind, dann schneidet man sie einmal ganz tief ein. Man kann sie dann ganz leicht noch einmal bepinseln. Aufpassen, dass nichts in die Ritze da reinkommt beim Schnitt. Dann gibt man sie bei 175-180 Grad ins Backrohr Heißluft. Ich gebe sie meistens auf die mittlere Schiene, aber je nach Backofen einfach schauen, wie es am besten passt. Und nach 30 Minuten, wenn die Binsen schon goldbraun sind, sind sie fertig und dann kann man sie für den Osterkorb genießen. So, die Osterbinsen sind jetzt fertig. Sie waren vor 25 Minuten im Backofen. So schauen sie fertig aus. Sie können sie entweder zum Frühstück essen, in den Osterkorb geben, verschenken, was auch immer. Ich hoffe, Sie haben eine Freude damit. Sie haben eine Freude mit unserem Buch. Ich wünsche Ihnen schöne Ostern. Und die Osterbinse ist eines der vielen Rezepte, die wir in den Osterschmanken für Sie gesammelt haben. Thank you.